In dieser Highlight-Folge unserer Tour durch Tschechien verbringen wir eine ganze Nacht in einem der paranormalsten Orte der Welt, Burg Huska. Zwischen 1270 und 1280 erbaut, soll sie ein unendlich tiefes Loch in einem Fels verdecken, um die Bevölkerung davor zu schützen, was da unten lauert. Denn alten Schriften zufolge soll dieses Loch im Fels das direkte Tor zur Hölle sein und bei seiner Entstehung den Dämonen einen direkten Zugang in unsere Welt ermöglicht haben. Von kaum einem anderen Ort in Europa gibt es so viele Gruselgeschichten, paranormale Erlebnisse und Geistersichtungen wie von dieser Burg. Doch ob an diesen ganzen Horrorgeschichten etwas dran ist, finden wir heute gemeinsam heraus. So Leute, da ist sie, Burg Huska. Was sagst du? Mega, oder? Ich bin gerade sprachlos. Du bist hyped, oder? Alter, ich bin so hyped, ne? Ich bin schon echt, also es, mega. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich so nervös war von einem Videodreh auch irgendwie, ne? Mein Name? Yes. Miroslav. Okay, and you take care of this castle. Yeah. Perfect, okay. Hast du gesehen, wie die Hunde beide nicht rein wollten? Die standen vor der Tür. Ey, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Wollten nicht messen. Das ist der Chapel. Es ist das closest place to promote my. An dieser Stelle erklärte uns der Burgherr, dass die Kapelle das erste war, was direkt über diesem Loch gebaut wurde. An den Wänden der Kapelle sind überall alte Zeichnungen von einer Schlacht zwischen Menschen oder Engeln und diesen besagten Dämonen, die aus diesem Loch herausgekommen sind. Nach einer kleinen Unterweisung verließ uns dann der Burgherr und ab jetzt hatten wir die Burg komplett für uns allein. Der Besitzer hat uns gerade eingesperrt. Da ist die Burg, da vorne ist Xander und jetzt beginnt offiziell das Highlight unserer Tschechien-Tour, die Burg Huska, zusammen mit Xander Stories, Leon TV und Tacos World werde ich hier heute eine Nacht verbringen, eine paranormale Untersuchung machen und ihr seid hautnah dabei. Ganz exklusive Einblicke. Das ist wirklich, wirklich eine Ausnahme, dass wir hier überhaupt übernachten dürfen. Ich bin so gespannt. Ich glaube, das wird die krasseste PU und der krasseste Overnight, den ich je gemacht habe, Leute. Ich hoffe, euch gefällt's. Haut mir gern auf jeden Fall ein Like raus, einen Kommentar und natürlich wie immer ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Um solche krassen Projekte zu unterstützen, würde mich riesig freuen. Schaut natürlich bei den drei anderen vorbei. Obwohl ich denke, dass ihr die drei sowieso schon kennt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Overnight in der Burg Huska. So Leute, die ganze Exkursion der Burg Huska beginnt eigentlich hier im Innenhof. Hier ist so ein Trinkwasserauffangbehältnis. Und links und rechts überall Türen, die halt in das Innere der Burg führen. Ich müsste mir eigentlich erstmal schnell meine Lampe holen. Hier ist übrigens unsere Unterkunft direkt in der Burg. Richtig geil. Ich hole mir mal schnell meine Lampe. Ich denke, die kleine hier reicht. Die ganzen Wände sind voll mit solchen Malereien. Das war früher mal noch komplett ausgemalt. Davon sind wirklich nur noch diese Karikaturen hier übrig. Hat er irgendwas Besonderes erzählt über die Kapelle? No?
Naja, also die Kapelle ist der nächste Punkt zu dem Loch, der sich eben unter uns befindet. Und was halt interessant ist, diese Zeichnung ist eine uralt und stellt halt dar, wie die Menschen sich vor irgendwelchen dämonischen Wesen verteidigen. Ne? Also das ist okay. Schon irgendwie krass. Also die Zeichnungen erzählen sozusagen eine Geschichte. Hier auch ganz interessant, das ist leider nicht mehr allzu gut zu sehen, aber links und rechts sind Hexen, die auch dargestellt. Also alles extremst negativ. Ja, und es geht halt bis zum Wind in den Zeichnungen. Ne? Richtig gruselig, ohne Mist. Das hat schon extrem was Okkultes. Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn, ey. Und hier direkt unten drunter müsste das Loch sein, oder? Genau, direkt unten drunter ist das Loch. Ah, das ist komisch. Also hier müssen wir später auf jeden Fall eine BU machen. Safe. Hier werden wir Geister jagen. Das sieht aus, als würde ein Engel irgendeine Gestalt da töten. Vielleicht ein Dämon oder so. Mit einem Speer. Boah, heftig. Die ganze Burg, das hat so was richtig Okkultes irgendwie. Nicht so extrem gläubig und Kreuze überall oder so, sondern so richtig Mittelalter. Okkult irgendwie. Seltsam. Ja, bis auf ein paar schöne Bäume. Ist ja eigentlich nicht, also es sind keine Betten, die hat niemand je gelebt, ne? Das ist mega beeindruckend, oder? Ich versteck da in dem Moment die Sprache. Das wirst du gleich hier wieder sehen. Ja. Ich glaube, zu diesem Raum muss ich nicht viel sagen. Wir sind alle absolut überwältigt. Hier hängt alles komplett voll mit zum Jagdtrophäen. Könnte man hier sehen, dass ich einen Schweiß an selbst beim Kaminholz. Ja. So wie an den Teufel. Ja, ja. Überall ist der Teufel Thema Nummer 1 hier, Leute. Irgendwie hat es was Unbehagliches hier drin. Obwohl es so beeindruckend ist. Ich finde, es hat auch nichts Gemütliches oder so. Es ist eher fast schon abschreckend mit den ganzen Jagdtrophäen. Jedenfalls richtig seltsam. Ich könnte mir hier vorstellen, dass hier die Hexen von früher hier saßen und mit dem Reacher-Brett oder so irgendwelche Ritualen. Oder das Szenario, hier Kerzen drauf und Hexen, die hier ein Ritual machen. Könnte ich mir eins zu eins vorstellen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob ihr das genauso seht, dass das Ganze irgendwie wie so ein Ritualraum wirkt. Ja, irgendwie ganz komisch alles. Boah, ich habe gerade gesagt, was? Der Wald hier gilt ja als Ort von Anomalien und Abnormalitäten. Und jetzt würde ich fast wetten, dass genau das Reh aus dem Wald kommt. Ja, safe. Hat eben genau so eine Abnormalität. Was also es ist ja normal, dass die so über ihrem Geweih so diesen Filz haben, den die dann an den Bäumen halt so abstoßen. Aber das vielleicht hat das einfach nicht abgestoßen und deswegen ist es dann so gewuchert. Ich weiß, weil es ist schon wirklich krass. Ne? Das ist echt heftig, ey. So Leute, wir gehen mal weiter. Und diesen Versammlungssaal hier würde ich es fast meinen. In den nächsten Raum. Und hier sind einfach mal zwei Stühle und ein Tisch komplett aus Geweihen gebaut. Hier geht's eigentlich schon weiter. Der nächste Saal, der so richtig majestätisch wirkt, würde ich fast nennen. Krass, ey. Wieder dasselbe Kronleuchter wie schon da vorne. Und wieder überall Geweihe hängen. Leute, ich bin absolut überfordert. Ich habe keine Ahnung, was ich hier zuerst filmen soll. Und ich hoffe, ich halte für euch alles vernünftig anschaubar. Fest, hier stehen zwei Betten, hier sind überall Tierfälle und irgendwelche Waffen und Geweihe und oh, nee, so Wappen, alte Ritterwappen, die komplette Wand voll. Geht's in den nächsten Raum, der einfach komplett mit Malereien verziert ist.
bitte hier das nochmal weg. Was wie ein Speisesaal. Es sieht fast aus wie ein altes Restaurant oder so. Und schaut es euch an. Hier eine riesige Tafel. Ich bin absolut sprachlos. Die Teller sind aus irgendwelchem Material. Ich habe keine Ahnung. Es sieht aus wie aus Lehm getöpfert oder so. Und hier dieser Kronleuchter komplett mit Teufelsgesichter verziert. Der Teufel ist hier das Thema Nummer 1 in dieser Location. So was habe ich noch nicht erlebt. Es hat einfach so was Unheimliches, obwohl es so schön ist. Es ist auch irgendwie so creepy. Schaut euch diesen prunkvollen Gästebereich an. Also hier sind die Kronleuchter komplett in Kristall. Und ich würde fast sagen, vielleicht war das so ein Tanzsaal oder sowas. Und hier ein richtiger, riesengroßer Spiegel. Diesmal sage ich es nicht, um nicht eventuell hier drin irgendwas heraufzubeschwören. Bisschen Aberglaube ist doch vernünftig hier drin, denke ich. Das sieht wirklich schon fast aus wie so ein Wohnzimmer, oder? Alles so im Grün gehalten. Diese uralten Möbel hier. Man weiß hier drin wirklich nicht, was man zuerst anschauen soll. Das nächste Zimmer ist genauso prunkvoll. Einfach dieser Kristallkronleuchter. Und dann diese kleine Tische und drunter hier ist wirklich alles aus Holz gefertigt oder aus, so sieht es zumindest aus, selbstgeschmiedeten Sachen. Das ist doch einfach nur creepy, oder? Alter. Das Ganze hat hier drin wirklich eine ganz, ganz andere Stimmung. Der hat auch perfekt als ein Schüler dient, ne? Also wenn wir später eine PU oder so machen, dann können wir hier ein bisschen drauf rumklimpern und vielleicht so die Präsenzen dazu bringen, ein bisschen aktiver zu werden. Ich bin so gespannt, Leute. Meine erste PU mit dem Profi zusammen, das wird so geil. Das wird richtig geil. Ja, nochmal mega. Komm her, Mann. Digga. Das ist so geil, ehrlich. Ich freue mich einfach so. Ne? Das ist so, die Tschechentour war bisher schon krass. Ne? Guckt euch gerne auch die anderen Teile an, was wir so drumherum erlebt haben, weil ich gehe davon aus, dass dieses Video deutlich auch mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Aber es war bis jetzt schon krass, aber das hier ist wirklich der Höhepunkt. Das ist ein blöder Betreuer. Krass, Leute, hier geht's so wieder auf das Rondell. Schaut mal. Der obere Teil der Burg. Hier geht es direkt in den Innenhof. Hallo! Hallo, hallo! Nee? Hey, ich komm runter. Was, der hat was erlebt? Hey, wer ist das da vorne? Hey, Leon Taku hat irgendwas erlebt gerade. Der Erste hat schon seine erste paranormale Erfahrung hier gemacht. Ich bin gespannt, ey. Ich würde einfach sagen, ich gehe jetzt mal wieder runter oder wir gehen zusammen jetzt mal wieder runter, Leute. So Leute, nach einer kleinen Stärkung und nachdem Leon und Taco in diesem Raum da unten was Gruseliges erlebt haben, gehe ich jetzt auch noch mal runter in diesen Raum, wo dieser Teufel ist. Leute, nachdem ich jetzt zwei Gruselgeschichten gehört habe, einmal von Taco, der hier wirklich einen Schatten in der Ecke hat stehen sehen. Und Leon hat hier unten auch komische Geräusche gehört, als er vorhin unten war, wie eine Tür oder so.
gehe ich hier jetzt auch noch mal ganz allein runter und schaue mich hier noch mal kurz um. Guckt euch allein mal diesen Durchgang hier an. Links und rechts so Teufelsfiguren. Ich habe hier sofort Gänsehaut irgendwie und ein ganz, ganz unbehagliches Gefühl. Guck mal diesen uralten Kronleuchter hier oben an. Alles so richtig mit dem Thema Teufel. Man könnte jetzt natürlich sagen, das ist so eine Verkaufsmasche, aber irgendwie gibt es ja wirklich viel zu viele Geschichten über diesen Ort. Und er gilt nicht umsonst als einer der meist heimgesuchtesten Orte auf der Welt. Oh, fuck ey. Ich habe hier wirklich, weiß ich nicht, permanent so einen kalten Schauer über den Rücken. Schaut mal, hier ist der Schrein mit dieser Teufelsfigur. Also mir ist hier absolut überhaupt nicht behaglich. Da steht so eine kleine Schale, so eine kleine Spendenschale. Ah, oh, hier ist alles so creepy. Schaut euch mal dieses Gesicht an. Ich weiß nicht. Also ich muss wirklich sagen, ich habe es auch vorhin schon zu Leon und Taco gesagt. Also das hat eine ganz, ganz komische Atmosphäre hier. Aber ich glaube, das ist auch einfach klar wegen der ganzen Geschichte. Hier oben hängt noch so ein, keine Ahnung, so ein Teufel-Anbetungszeugs rum. 666, das Pentagramm und so. Ach, das ist alles nichts Gutes, ey. Das sieht aus wie so eine Höhlenmalerei. Daneben so ein Stuhl. Wieder mit dem Pentagramm drauf. Da hinten nochmal. Leute, die Atmosphäre hier drin einfach. Na, nicht geil. Ich werde mich jetzt mal einen ganz kurzen Moment hier unten aufhalten und mal schauen, ob ich genau so eine paranormale Erfahrung irgendwie mache oder irgendwas Komisches spüre oder so. Also bis auf einen kalten Schauer, der wirklich schon oberhalb der... Ich habe ständig irgendwie das Gefühl, dass was hinter mir ist. Hallo? Ja. Alter Schwede, ey. Ich habe jetzt... Alter, ich habe jetzt wirklich einen kleinen Furz in der Hose gehabt. Geht's hier oben so... die Tür auf. Hey, ich bin hier runter. Ich habe ständig das Gefühl, es steht was hinter mir. Echt? Und nur ständig so einen kalten Schauer im Genick. Kennst du das? Ja. Also, was du jetzt beschreibst, ja, und ich kann es mir hier unten also absolut vorstellen. Ey, der Ort, ne? Das ist so unheimlich hier unten. Das auch genau hier, ne? Aber ja. Auch im Keller. Ja. So, Leute, ihr seht den Tisch. Leons ganzes Geisterjäger-Equipment, würde ich jetzt mal meinen. Es geht los. Paranormale Untersuchung in der Burg Huska. Ich bin extrem gespannt. Wir haben jetzt schon jede Menge komische Sachen gehört, gerade unten vorne in der Kapelle, als wir gesehen. Die Bildkamera aufgestellt. Und gesehen? Ja, ich den Schatten vorhin. Ja. Ja, genau, du hattest den Schatten gesehen. Ja. Kannst du eigentlich mal kurz erzählen? Ja, ich war unten in dem Raum, ihr wisst, das Tor zur Hölle, alleine, hab gefilmt und ich hab mir irgendwas angeguckt an der Wand so und hab gesprochen und bin dann so einen Schritt zurückgegangen. Und hab dann so aus dem Augenwinkel gesehen, wie hier so jemand hinter mir steht. Und ich dachte, das wäre Dave. Und ich drehe mich um, aber da war halt niemand. Und das war so ekelhaft. Das ist ganz ekliges Gefühl, ja. Ich schiebe es halt auf den Schlafentzug, weil ich habe letzte Nacht 4-5 Stunden nur geschlafen, davor die Nacht auch höchstens 4 Stunden. Und dann bildet man sich halt schnell Sachen ein, gerade wenn es dunkel ist, ne? Das Gehirn spielt einem Streiche. Okay. Seid ihr alle ready? Yes. Jo. Perfekt. Pass auf, ich würde vorschlagen, wir haben hier die ganz normalen knapp 2 Meter. Die können wir einfach einschalten, vielleicht so hinstellen, dass wir die in beide Richtungen sehen irgendwie.
Und das ist das Ding, wo man dann auch nachher Kopfhörer aufsetzen kann? Genau, ja. Das will ich auf jeden Fall machen, Alter. Wir werden das jetzt auch als eines der ersten Geräte gleich auf jeden Fall auch einschalten. Da hab ich richtig Bock. Weil wir werden heute mal nicht die GhostTube-App benutzen, ausnahmsweise, vielleicht später noch. Aber wir werden heute auf jeden Fall versuchen, auch über das Portal eine Kommunikation herzustellen. Ja, was wir auch neu haben, ist ein K2-Meter, welches ja, Geräusche macht. Ich halte es jetzt einfach mal näher an die Kamera, dann müsste es eigentlich ausschlagen. Es ist jetzt sehr leise, weil das Signal nicht stark ist. Aber man hat es gehört, es ja, gibt halt Geräusche von sich. Ich kann es auch mal mit Daves Kamera demonstrieren. Ja, man sieht es halt schon, ne? Ist die von allein ausgegangen? Die war die ganze Zeit an. Die war die ganze Zeit an. Hast du das drauf, Alex? Hast du die ganze Zeit gefilmt? Nee, leider nicht. Es ist wieder typisch. Ich habe meine Kamera gerade abgestellt. Diese Lampe hier war gerade an von Dave. Die ist ausgegangen. Ja. Und das ist komisch, weil der Akku war voll. Das müsste jetzt die Lampe ist drauf. Das müsste drauf sein. Sicher, dass da der Akku irgendwie nicht leer ist oder so. Den habe ich zu Hause aufgeladen und ich hatte die Lampe vorher bestimmt 2 Wochen lang im Einsatz, ohne den Akku zu wechseln. Ja, sind alle bereit, ne? Wir sind alle bereit. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal den Anfang machen. Vielleicht haben wir gerade sogar ein Zeichen bekommen. Wir wissen es nicht. Falls dem so ist und sich jemand hier mit uns in diesem Raum und in diesem Gebäude, in dieser Burg befindet, dann wollen wir uns an der Stelle einfach einmal vorstellen. Wir kommen mit guten Absichten und möchten kommunizieren. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist David. Mein Name ist Leon. Und mein Name ist Marco. Also, wenn du hier bist und mit uns sprechen möchtest, wie gesagt, wir kommen mit guten Absichten, wir wollen dir nichts tun, dann würden wir uns sehr über ein Zeichen von deiner Seite freuen. Wir haben hier ganz viele Geräte aufgebaut, die du dafür benutzen kannst. Nichts davon wird dir in irgendeiner Form wehtun. Du brauchst keine Angst haben. Vielleicht könntest du ja sogar nochmal das versuchen, was wir gerade als ein Zeichen interpretiert haben, nämlich diese Lampe, die hier vor uns leuchtet, noch einmal ausschalten. Wenn dir das möglich ist, dann mach das bitte jetzt, damit wir wissen, dass du hier bist und mit uns sprechen möchtest. Wir warten jetzt einfach mal einen kleinen Moment und gucken, was passiert. Ansonsten ist es dir natürlich... Habt ihr es auch gerade gehört? Was denn? Okay, das hat sich einfach wie so von über uns an, so ein leichter Schritt oder so. Aber dazu wäre ich... Das hättet ihr auch gemacht. Ich jetzt gekommen. Du kannst natürlich auch versuchen, im Gebäude Geräusche zu verursachen, damit wir dich irgendwie bemerken. Wir haben im Laufe dieses Abends und dieser jungen Nacht schon einiges gehört und sind uns nicht sicher, ob wir uns das Ganze erklären können. Vielleicht war es auch das, sogar du. Also, du hast jetzt noch einmal die Chance, wir hören dir alle zu. Das waren die Hunde. Nein, da war noch Licht. Da war kein. Da war auch ein Scheiß oder Licht. Mach keinen Scheiß jetzt. Dann gehen wir jetzt gucken, Mann. Ja, dann ist es dann. Lass mal gucken gehen. Freund, wir können es nicht hören. Alter, Freund, ich hab Angst, Alter. Warum brauch ich meine Security Vest jetzt nicht mehr? Ja. Hallo? We're just picking up ice cream and we're leaving. We're done in 1 minute. No, I work here. You work here? Really? Yeah, I am the Castle People Junior. Okay, Junior. Ah, okay. Okay. I'll be gone in 1 minute. Oh, hey. Alter, ich war gerade vollkommen. Tor gekommen, weil er überhaupt geschlafen hat. Ja. Ja, weißt halt nie, ob hier irgendwelche weirden Leute einfach über den Zaun springen. Weil er wirklich auch wortlos bis zur Tür kam und uns angeschaut. Ja. Leute, habt ihr es mitbekommen? Von dem Burgherrn der Sohn war das gerade. Der wollte sich nur was aus dem Lager holen. Und wir kriegen den Schreck unseres Lebens her. Vielleicht war das auch so der Routine-Check-up, ob wir hier uns auf
benehmen. Ne? Ja, kann auch sein. Kann echt sein. Das Ding ist, wenn die Hunde nicht angeschlagen hätten, hätten wir es gar nicht mitbekommen. Was hätten wir für einen Schock bekommen, wenn er unten auf einmal die Schritte langgelaufen und sich das Eis holen? Okay. Lampe leuchtet noch. Ja, Lampe leuchtet noch. Also, wir entschuldigen uns für die kleine Unterbrechung, die wir jetzt eben gerade zwangsweise einlegen mussten. Wir setzen unseren Kontakt oder unsere Kontaktaufnahme jetzt fort. Ich würde sagen, wir probieren es einfach nochmal. Versuch uns irgendein Zeichen innerhalb dieses Gebäudes zu geben. Versuch ein Geräusch zu verursachen, was wir dir zuordnen können. Das können Schritte sein, das kann Klopfen sein, vielleicht kannst du einen Gegenstand bewegen, irgendetwas. Mach irgendein Geräusch, damit wir wissen, dass du hier bist und mit uns sprechen möchtest. Da war's nochmal. Die sind doch hier wieder auf dem Gelände, oder? Oder das ist eigentlich. Vom Regen einfach. Ja, das weiß wie eine Stimme. Das hat sie einfach, das werde ich jetzt nochmal unten an. Komisch, jetzt brennt das wieder die ganze Zeit. Mhm. Ja, da man, wie sieht man es, ne? Guck mal, es brennt echt die ganze Zeit. Der Akku war nicht leer. Ja. Das kann ja nicht sein, sonst wird der Akku ja, sonst wird es jetzt nicht die ganze Zeit brennen. Ja. Es ist wirklich. Also, schon bevor wir überhaupt begonnen haben mit einer PU und da gerade angefangen haben und es passiert so viel, das hatten wir bisher echt auch noch nie. Ich würde jetzt einfach mal dieses Gerät hier einmal vorstellen, damit du weißt, was das ist. Wenn du dich diesem Gerät näherst oder mit deiner Energie versuchst, dieses Gerät zu nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, dass dieses Gerät über die Leuchtanzeige ausschlägt und uns auf deine Anwesenheit hinweist. Ich würde sagen, du probierst es einfach. Es tut dir nicht weh. Du kannst einfach nur in die Nähe kommen und wir hoffen, dass wir dich darüber dann erkennen können. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht stellen wir das Gerät lieber erstmal irgendwo hin, damit du nicht direkt an uns herantreten musst. Da wäre es am geeignetsten, vielleicht. Wenn wir jetzt einfach hier vorne hin, direkt neben dieses Bällchen, was jetzt gerade hier gerade anfängt zu blinken, dann könntest du vielleicht sogar beide Geräte gleichzeitig aufschlagen lassen. Denn wenn du hier in die Nähe kommst, dann leuchten die Geräte. Also, wir lassen dir jetzt einmal den Moment dafür, stellen uns vielleicht einfach hier hin und warten darauf, dass du dieses Gerät benutzt. Komm zu uns, komm hier in den Jägerraum und lass bitte eins der Geräte, die wir zum Beispiel da vorne stehen haben, ausschlagen. Wir bitten dich, komm zu uns, du brauchst keine Angst zu haben. Oder ihr, falls ihr mehrere seid, wo bist du hier in diesem Gebäude? Wo bist du hier in dieser Burg? Mach doch mal bitte auf dich aufmerksam, damit wir wissen, wo du bist. Hast du das gehört? Es klang anders als der Wind, der hier so ein bisschen über den Innenhof heult. Es klang eher so. Das klang wie irgendein Sing. War ja, wie das, was wir vorhin aus der Kapelle gehört haben. Ja, genau. Das sind leider Geräusche, die vermutlich auf der Kamera super schlecht rüberkommen, aber man hört es immer so, ja, in der Ferne irgendwie gefühlt. Das ist ganz komisch. Das haben wir jetzt schon den gesamten Abend, die ganze Zeit eigentlich. Das sind ja auch genau die Sachen, die man sich von dem Gebäude hier erzählt, dass man hier nachts Geräusche hört. Aus dem Wald und vor allem aber im Gebäude. Und explizit erwähnt, Schreie, Singen, Weinen, genau so welche Geräusche. Sei auch dazu erwähnt, dass uns der Burgherr hier davor gewarnt hat, hier allgemein in den Wald zu gehen, weil es hier Wildschweine, Wölfe und derzeit aggressive Hirsche gibt. Weiß halt nicht, was hier so rumschleicht, aber das klang wirklich wie das vorhin aus der Kapelle unten
zur Burg intern. Und den Sagen und Legenden nach sind die Wildtiere im Wald das, worüber man sich eigentlich am wenigsten Sorgen machen müsste. Bei dem, was da im Wald sich noch so versteckt. Ja, es ist nämlich tatsächlich so, dass hier auch deutsche Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg hier die Burg belagert haben, komplett um die Burg herum gefunden worden sind, also Gräber von denen. Man vermutet halt deswegen, hier ja, heimliche Experimente gemacht worden sind. Es gibt Gerüchte, dass sie eben auch an einer paranormalen Waffe gearbeitet haben, um ja, weiter an diesem Loch zu forschen. Ne? Und was wir tatsächlich auch nochmal jetzt recherchiert haben und herausgefunden haben, ist, dass dieses Loch nicht, wie man sich das vorstellt, einfach nur ein Loch ist, was abgedeckt wurde, sondern die haben im 13. Jahrhundert, die Kirche ist das älteste Teil hier dieses Ortes, da gehen wir gleich auch noch rein, die haben die Kirche auf diesem Spaltloch eben gebaut, weil dieses Loch zu tief war, als dass man es hätte verfüllen können. Deswegen kommt man auch nicht mehr zum Loch, weil quasi die Kirche darüber gebaut wurde oder die Kapelle. Sollen wir das nochmal so 5 Minuten probieren und wenn dann nichts über ein der Geräte kommt, dann würde ich das Portal hinzuziehen, oder? Das können wir gerne machen. Ja. Wollen wir dafür vielleicht einmal alle Lichter ausmachen? Jetzt einmal alle Lichter aus? Ja, das ist eine gute Idee eigentlich, ne? Genau so, wie wir jetzt gerade sind. Obwohl, wir sehen zu wenig, ne? Einmal in diesen Schwert. Alter. Das war genau, was ich geredet habe. Ne? Extremes Pollen. Bevor wir jetzt gleich durch das Gebäude gehen, kannst du noch einmal genau so ein Geräusch verursachen? Uns noch einmal zeigen, dass du hier bist? Na, passt. Passt direkt. 2 Schritte. Ja. Kannst du vielleicht meinen Pfeifen imitieren? Das klang jetzt ohne Scheiß, als hätte sich eins der Schwerter bewegt. Und sollen wir zu den Schwertern? Wir bitten jegliche Präsenzen jetzt zu uns zu kommen, die hier in der Burg Huska verweilen. Oder unter der Burg Huska, wie auch immer. Kommt raus aus eurem Loch. Hinter mir? Habt ihr es gehört? Mm-mm. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gehört, die letzte Zeit, wo ihr meintet, ihr habt irgendwas gehört. Du hast im Raum etwas gehört. Leute, also wir stehen hier wirklich gerade in absoluter Finsternis. Es ist komplett schwarz. Das Einzige, was ich gerade sehen kann, ist hier der Bildschirm von der Nachtsichtkamera. Die Jungs, die stehen da drüben in dem Raum, wie ihr seht, in kompletter Dunkelheit. Komisch, ey. Die Geräusche kommen die ganze Zeit von da hinten. Wir gehen da hinten nichts mehr. Ja, so ein bisschen, als wäre da jemand scheu. Okay, dann werden wir jetzt das Portal einfach mal hinzuziehen, um womöglich und hoffentlich eine direktere Kommunikation zu bekommen. Leute, das ist doch mal eine richtig, richtig geile PU auf meinem Kanal, oder? Sowas hatten wir auch noch nicht. Okay, wir haben jetzt eine weitere Art und Weise der Kommunikation noch hinzugefügt, nämlich das sogenannte Portal.
Durch dieses Portal kannst du mit uns direkt sprechen. Wir können uns ja einfach noch einmal vorstellen, um dann vielleicht auch noch deinen Namen zu fragen. Also mein Name ist Leon. Mein Name ist Alexander. Ich heiße David. Mein Name ist Marco. Genau, vielleicht kannst du uns ja jetzt über das Portal dein Name verraten. Hallo? Das hat sich angehört wie Hallo. Hallo. Möchtest du uns verraten, wo du dich hier gerade auf der Burg Huska befindest? Gibt es hier auf Burg Huska irgendwelche Dämonen? Ja. Das ist ein bisschen nach Ja geklingt, ne? Ich glaube, es macht echt mehr Sinn, wenn einer sich die Kopfhörer aufsetzt, weil dann kann man halt nicht die Fragen hören. Ja. Und dann sofort halt irgendwas so, genau. Ne, das Gehirn fängt dann halt sofort an, so auf eine bestimmte Antwort zu warten irgendwie. Kennt ihr in Russland dieses Tor zur Hölle, was die da gebohrt haben sollen? Mhm. Wer das sich vielleicht mal angeguckt hat oder angehört hat, besser gesagt, diese Sounds, es klingt irgendwie voll danach, so das im Hintergrund. Ja, das stimmt. Magst du uns sonst nochmal deinen Namen verraten? Kannst du das versuchen? Einfach einmal so laut und deutlich, wie es geht, deinen Namen sagen. Stefan? Mhm. Ja, irgend sowas. Jan? Stefan? Es war ganz kurz auf jeden Fall, kein langer Name. Jan würde auch eher passen zum Land, ich glaube. Also vom Namen her. Also, wir haben jetzt gerade noch einmal eine Stimme gehört. Wenn das deine war, dann vielleicht kannst du uns ja ein Wort nachsprechen, damit wir auch wirklich wissen, dass du gerade mit uns kommunizierst. Ich würde sagen, sag doch einfach einmal Huska. Was war denn das Piepen? Die Kamera ist ausgegangen. Ach so. Warum? Hat eigentlich gerade gefilmt. Ich mach's mal wieder an. Marco, 41%. Es kann natürlich die Kälte sein, wie mit allen anderen Geräten auch. Vielleicht war es das aber auch du gerade, der oder die Kamera ausgeschaltet hat. Vielleicht konzentrieren wir uns trotzdem noch einmal auf das Portal. Wir haben gerade die Stimme gehört und vielleicht magst du noch einmal irgendein Wort sagen. Sonst würden wir dir jetzt an der Stelle anbieten, dass du nicht zu uns als Gruppe sprichst, sondern jetzt den Kontakt zu einer Person von uns aufnehmen kannst. Wir würden diese Person direkt mit dem Gerät verbinden, sodass auch nur die Person dich hören kann. Vielleicht ist das für dich leichter, angenehmer, nur mit einer Person in Kontakt zu treten und zu sprechen. Also würde ich sagen, wir machen das mal fertig mit den Kopfhörern. Das ja, machen wir jetzt also erstmal den Babysbild wegsitzen. Ja. Leute, wir gehen jetzt in diesen Satansraum da unten. Taco wird die blinde Spiritbox-Sitzung da unten machen. Ich bin extrem gespannt, weil es wäre wirklich Zeitverschwendung, weiter hier oben weiterzumachen. Also bauen wir jetzt unsere ganzen Sachen unten auf. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass da unten halt wirklich mehr passiert. Das habe ich beim ersten Besuch hier unten gar nicht gesehen. Einfach mal zwei Ziegenschädel. Und hier
ist ein Galgen. Okay, Taco, tut mir jetzt gerade echt ein bisschen leid. Ich sitze da jetzt gerade auf diesem Satansstuhl neben Satan. Und ja, wir haben da noch einen K2-Meter hingestellt, ein Bällchen. Und hier ist tatsächlich dann noch ein Bewegungsmelder, eine Bildkamera noch, also alles Mögliche eigentlich. Wir haben jetzt den Nachtsicht-Camcorder auf ihn gerichtet. Und es ist halt echt alles Stein, ne? Also dahinter scheint echt halt was zu sein, irgendwie, ne? Katzenbällchen, links heute. Hä? Katzenbällchen schlägt aus. Katzenbällchen schlägt aus? Wir haben uns beide keinen Meter bewegt. Scheiße. Gelb ein, so ein Schlitz. Da kommt einfach ein bisschen Bull. Da ist halt komplett schwarz, alte Fans. Wenn jetzt die Präsenz, die wir eingeladen haben, auch reinkommt. Die Treppe runter. Richtig, richtig. Schon wieder. Und wir sind absolut nicht mit der Treppe verbunden. Also ja. Erschütterungen sollten das jetzt nicht auslösen können. Wir sind hier auf massiven Stein. Okay, ich habe gerade Taco die Spiritbox gegeben. Und ihr sagt, was ist passiert? Zweimal hat das Katzenbällchen auf der Treppe ausgeschlagen, ohne dass wir einen Muskel bewegt haben. Das war dann wahrscheinlich auch das Licht, was ich gesehen habe. Ja, gerade wieder. Wow. Und wir sind hier, guck mal, wir stehen hier auf dem festen Felsen und da ist eine Holztreppe. Wir sind nicht verbunden. Also wenn ich hier jetzt rumspringe, dann kommt da keine Erschütterung an. Warte mal, mal testen. Nee, never. Okay, Freunde, es ist soweit. Wir sitzen jetzt hier in fast kompletter Dunkelheit. Taco sitzt in Dunkelheit. Und ja, er sitzt auch im Nebenraum. Das heißt, wenn er Antworten kriegt, hören wir es auf jeden Fall, weil er es laut genug sagen wird. Er hört uns auf jeden Fall. Ich habe gerade schon Para Taco gerufen. Taco? Er hört uns nicht. Ja, und deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden jetzt anfangen, in die Kommunikation zu gehen oder fortzuführen. Und ich hoffe, dass er uns ein paar Antworten über die Spiritbox gibt. Okay, dann stellen wir uns nochmal vor. Mein Name ist Alexander. Ich bin Leon. Hallo, ich bin David. Also, wenn du hier bist, dann hast du jetzt die Möglichkeit, über das Gerät, was dort unten in dem Raum eine Treppe weiter hinunter mit Taco verbunden ist, der hört jetzt ganz ruhig hin, ob er ein Wort verstehen kann, welches du ihm nennst. Es ist jetzt also die Möglichkeit für dich, irgendetwas zu sagen, um mit uns zu kommunizieren. Wir würden dich darum bitten und uns sehr freuen, wenn du das machst. Bist du hier und möchtest mit uns sprechen? Komm dazu! Du darfst dich gerne zu uns gesellen und dich in unsere Kommunikation einreihen. Möchtest du uns vielleicht deinen Namen verraten? Einfach nur einmal deinen Namen. Wie heißt du? Wie ist dein Name? Vielleicht hat dieses Wesen ja auch gar keinen Namen. Ja, das stimmt. Wir können ja mal grundsätzlich fragen. Kopfhörer. Kopfhörer. Ja, also Taco hat Kopfhörer auf, über die nur er deine Stimme hören kann. Wir können dich nicht hören. Was sagen sie? Wir versuchen zu dir zu sprechen, sodass du Taco die Antworten gibst, damit du nicht mit einer ganzen Gruppe kommunizierst, sondern vielleicht ein bisschen privater sprechen kannst. Damit das für den Anfang vielleicht etwas leichter fällt. Und dementsprechend trägt Taco tatsächlich Kopfhörer, damit nur er dich hören kann. Also sag vielleicht einfach einen weiteren Begriff, um unser Gespräch in eine Richtung zu lenken, über ein Thema, welches du ansprechen möchtest. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt ein bisschen komplex und viel verlangt. Wir wollen dich auf jeden Fall nicht überfordern, aber nenn uns ein Wort, um ein Gespräch zu beginnen. Wir sind hier in einem Raum, der absolut
für negative Energien steht. Wir haben hier unzählige Teufelsgesichter, Teufelsformen, satanistische Zeichen. Was? Was war das für ein Poltern? Alter, das war ein richtig krankes Poltern irgendwie aus dem Haus hier, aus dem Gebäude irgendwo. Ja. Vielleicht war auch das deine Reaktion. Aber magst du uns noch einmal in Wortform für Taco nennen, was du dazu sagst? Was ist das erste Wort, was dir im Kontext dieses Raumes einfällt? Sag's nochmal: Satan, der Teufel, satanistische Rituale, Pentagramme, umgedrehte Kreuze. All das findet sich hier in diesen Räumen. Ich. Ja, das ist ziemlich eindeutig, wenn man fragt. Was sagst du dazu? Dementsprechend gehen wir davon aus, dass wir hier nicht mit einer guten Präsenz in Kontakt stehen und du in irgendeiner Form eine negative Energie bist. Magst du uns verraten, warum du hier bist? Was bindet dich an diesen Ort? Warum hältst du dich hier auf? Was macht ihr hier? Also, um auf deine Frage zu antworten, wir sind hier, um mit dir zu sprechen und gleichermaßen rauszufinden, ob wir erklären können, was du bist, beziehungsweise auch in irgendeiner Form vielleicht einen Schritt weit einen Beweis zu liefern dafür, dass es übernatürliche, paranormale Phänomene gibt. Also, falls du denkst, dass wir an deiner Existenz zweifeln können, nicht glauben, dass du hier mit uns anwesend bist, dann fordern wir dich jetzt hiermit heraus, uns vom Gegenteil zu überzeugen und uns eindeutig klar zu machen, dass du hier bist. Zu was? Du hast die freie Wahl, in welcher Form du uns ein Zeichen gibst. Du kannst Geräusche verursachen, du kannst Geräte benutzen, ausschlagen lassen, du kannst Energie von unseren Geräten ziehen. Wir haben hier Lampen an, du kannst Lampen ausmachen oder aber deutliche Worte sprechen, die Taco hören kann. Es sind viele Optionen, vielleicht wirkt das auch überfordernd, aber da du ja schon selber gesagt hast, du bist eine negative Energie, trauen wir das Ganze dir jetzt einfach mal zu. Vielleicht hast du ja die Kraft und Energie, genau so etwas zu verursachen. Gib uns bitte ein eindeutiges Zeichen. Du hast uns ja gefragt, was wir wollen. Dementsprechend die Gegenfrage: Was willst du? Gibt es irgendetwas, was du dir jetzt gerade in diesem Moment wünschst, was du gerne tust? Da sind noch andere. Andere Präsenzen, die sich hier an diesem Ort befinden. Wirklich? Also, wir glauben dir, dass du hier bist und wir glauben auch das Katzenbällchen. Katzenbällchen. Jo. Boah, ist das gruselig, ey. Als wenn jetzt noch jemand die Treppe heruntergekommen wäre, ne? Ja. Der Kontakt hat angefangen, als es das erste Mal ausgeschlagen hat. Bisher auch wirklich alle Antworten von Taco passend. Dann wird gesagt, da sind noch andere und direkt kommt noch jemand die Treppe runter. Das ist schon echt komisch. Also, falls sich jetzt noch jemand zu uns gesellt hat und mittlerweile mindestens zwei Präsenzen hier anwesend sind, dann würde ich jetzt die weitere Präsenz einmal darum bitten, sich wieder bei Taco bemerkbar zu machen und vielleicht... Nein! Okay. Auch das ist ein Zeichen deiner Präsenz in Anwesenheit. Das akzeptieren wir so. Ich werde jetzt auch nicht nach einem Namen fragen. Wir wissen, dass ihr zwei hier seid. Und wir haben es so verstanden, dass ihr keine guten Absichten habt, dass ihr in irgendeiner Form etwas Negatives oder vielleicht sogar Bösartiges seid. Der eigentliche Grund, warum wir auch hier sind,
ist, weil wir herausfinden möchten, was sich unterhalb der Kapelle befindet, innerhalb der riesengroßen Felsspalte, dem Loch, dem Tor zur Hölle, wie man es auch nennt. Was befindet sich unterhalb der Kapelle? Kannst du uns dazu eine Antwort geben? Das ist unser. Das ist heftig. Das ist heftig. Also dieses Portal zur Hölle oder was auch immer da unten verborgen ist, ist mit euch verbunden. Es ist euer. Und ihr seid negative Energien. Seid ihr dann überhaupt menschlich? Sprechen wir hier mit menschlichen Präsenzen? Oder was seid ihr? Danke. Ja, auch wir bedanken uns für die Zeichen, die Kommunikation und den Kontakt. Wir wüssten aber gerne noch mehr über dich oder über euch. Also noch einmal die Frage, was seid ihr? Wir gehen jetzt fast davon aus, dass ihr nicht menschlich seid. Was seid ihr also dann? Katzenbällchen. Schon wieder. Das kann doch nicht sein, oder? Wir bewegen uns ja wirklich gar nicht. Wir sind vorhin hier lang gelaufen und das hat nicht ausgeschlagen. Aber schlagen die vielleicht auch einfach so mal aus oder so? Nee, Mann, dann wäre das ja vorhin schon gewesen oben in dem Jägerzimmer. Ja, stimmt da schon. Da war ja gar das nichts. Das Jägerzimmer war auch ja, nicht einmal ausgeschlagen. Da waren auch mehrere. Und auch jetzt gerade wieder alles still. Schon wieder. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich würde gern mal, ist es dir eventuell möglich, mal durch ein Klopfen auf dich aufmerksam zu machen oder uns wirklich unwiederbringlich den Beweis zu liefern, dass du da bist, mal einfach so auf Holz. Bastard. Also wir verbitten uns eigentlich, hier beleidigt zu werden und es würde uns freuen, wenn wir trotzdem freundlich miteinander kommunizieren können. Wenn ihr negative Energien seid, ist es vielleicht für euch schwerer zu... Katzenbällchen. Dave, darf ich dir eine private Frage stellen, Interesse halber? Ja. Bist du ein ehrliches oder unehrliches Kind? Weil das wäre halt krass, wenn Bastard darauf bezogen wäre. Ich glaube, unehelich. Ich weiß nicht. Alter! Leute, ich muss mal ganz schnell den Akku wechseln. Schnell. Du nochmal. Ja, ich würde noch eine Frage oder die eine Frage. Könntest du mir eventuell den Gefallen tun und auf einen der Balken hier in den zwei Räumen klopfen? So ungefähr. Dahinter. Eigentlich, wenn es was Bösartiges ist, hat mir ein Bekannter erzählt, ist es dazu verpflichtet, dir seinen Namen zu nennen. So meine Information. Verrat uns bitte mal deinen Namen. Dein Name, Name. Wobei man ja eigentlich auch sagt, sobald du den Namen kennst, gibt dir das halt auch eine Art von Macht über so eine Präsenz. Echt? Dass negative Energien genau das ja eben nicht wollen, dass du Einfluss auf sie nehmen kannst. Weil man ja zumindest, also jetzt rein aus religiöser Sicht, dann über den Glauben eventuell sogar die Möglichkeit hätte, so etwas, was auch immer es ist, zurück zu verbannen dahin, wo es eben hergekommen ist, über den Namen. Exorzismus-mäßig sozusagen. Genau, so in die Richtung. Okay. Dass das eigentlich so der wunde Fleck und Punkt ist, der Name. Warst du das an diesem Katzenball auf der Treppe? Möchtest du nicht mehr sprechen? Hast du keine Lust mehr? Ich bin auch nur ein bisschen
provokativ, weil wenn es sowieso eine negative Energie ist, die uns nicht freundlich gesinnt ist, denke ich, kann man vielleicht auch ein bisschen kurzgebundener sein, ein bisschen weniger freundlich formulieren. Ich habe Weihwasser direkt in der Hose, also wir sollten ganz safe sein. Wir haben weißen Salbei, wir haben Kruzifix. Wir können nachher uns komplett säubern, quasi. Ne? Ja. Letzter Tag! Alter, das klingt wie so die Apokalypse oder sowas, ja, ne? Oder eine Drohung. Ja. Ist auch geil. Step oder so, ja, vor der Tür, ne? Okay. Was, das du? Komm doch mal hierher. Komm doch mal zu uns. Es fiel eben der Begriff letzter Tag. Wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist. Geht es dabei darum, dass wir eventuell heute unseren letzten Tag verleben? Katzenbällchen unten. Auf die Frage hätte das echt nicht sein müssen, jetzt Katzenbällchen. Ja. Also wir haben vor, lebendig aus dieser Burg wieder hinauszuschreiten und unser Leben fortzuführen. Sorry. Dementsprechend würden wir euch darum bitten, uns in Frieden zu lassen und uns zumindest körperlich und seelisch nichts zu tun. Gibt es hier einen Ort in der Burg, wo wir noch besser mit euch kommunizieren können? Zum Beispiel in der Kapelle? Gibt es so einen Ort? Wenn ja, wo? Gibt es hier jemanden, der uns einen Raum nennen kann, in dem er bereit wäre, mit uns zu sprechen? In dem das vielleicht besser funktioniert oder einfach angenehmer ist? Dann soll diese Präsenz uns jetzt verraten, in welchem Raum das der Fall ist. In welchen Raum dieser Burg sollen wir gehen? Das meine ich nicht. Das ist so eindeutige Antworten, oder? Ja, worauf war das jetzt bezogen? Darauf, dass wir einen Raum suchen? Dass ich aufgestanden bin? Darauf, ja. Was genau? Ja. Ja. Dass du aufgestanden bist. Okay, dann setze ich mich wieder hin. Also, wenn es dir lieber ist, dass wir sitzen bleiben, weil es dich vielleicht verunsichert, wenn wir uns im Raum bewegen, dann werden wir dem erstmal Folge leisten, bitten dich aber erneut darum, uns einen Raum zu nennen, welchen wir aufsuchen sollen. Schicke oder leite uns bitte jetzt in einen Raum des Gebäudes. Wohin sollen wir gehen? Helf mir! Wir sind bereit, alles in unserer Macht Stehende zu tun, einer Präsenz oder mehreren Präsenzen zu helfen. Nein. Hier kam gerade ein kleiner Ausschlag auf dem EMF. Nicht groß, aber bis hier einmal ganz kurz. Also falls es uns irgendwie möglich sein könnte, euch oder dir zu helfen, dann verrate uns doch bitte, wie wir das tun können. Denn wenn es vielleicht wirklich machbar ist, dann wollen wir das natürlich gerne tun, denn wir sind mit guten Absichten hier. Und wenn jemand unsere Hilfe braucht, dann wollen wir sie gerne auch leisten. Wie können wir dir helfen? Was sollen wir tun? Bitte nicht! Du hast gerade um Hilfe gebeten. Wir würden Warum? Sie dir... Das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch. Passt jetzt gerade nicht so. Oder warum wir helfen, obwohl es hier angeblich negativ ist. Ich glaube nicht. Doch, wir wären bereit zu helfen. Das war ja die Rede Vielleicht von... Vielleicht sind es halt auch mehrere, die versuchen. Genau. Wir wissen ja auch nicht, ob alle Präsenzen hier negativ sind. Ich meine, wir hatten schon echt krassen Kontakt. Wir könnten jetzt auch, was wir machen könnten, weiß nicht, was ihr davon haltet, ist an dieser Stelle die Blindes-Bild-Box-Sitzung zu beenden. Uns vielleicht einmal eine Stärkung holen, ein bisschen was snacken, trinken und dann zum Schluss in der Kapelle mit dem Ja-Nein-Gerät, was wir haben, dem neuen, und dem digitalen Reader
Ja, das haben wir ja noch gar nicht ausprobiert. Genau, ja, und zu ganz zum Schluss können wir dann mit der Vollspektrumkamera nur mit Blitzlicht und Nachtsicht durchs Gebäude laufen. Alter, so. Mega. Ja? Ja, ja. Ja. Okay. Sehr gut, ey. Okay. Aber ich finde halt, wir haben schon krasse Antworten bekommen. Mega. Alter, ich bin mega feindselig. Wie ist auch alles aufeinander abgestimmt, dann die Bällchen und jede Antwort, die kam. Boah, ey, Leute, aber halt wirklich Scheiße. Mega feindselig. Ja. Ich krieg eigentlich meistens bei meinen paranormalen Untersuchungen eher so leidende Antworten oder so, zurückhaltend. Alter, das kannst du nicht ausdenken. Zumal es hat echt angefangen in dem Hunters Room, wo wir einfach überall Geräusche gehört haben und die Geräte halt noch nicht angeschlagen sind. Jetzt sind wir hier, die Geräte schlagen an, wir haben die übelsten Antworten. Ich will nicht wissen, wie es gleich in der Kapelle ist. Zum Finale, zum Schluss. Weil man muss ja dazu sagen, der Raum hier ist ja eher so, dass er vielleicht negative Energien anziehen soll, aber er hat nicht so viel Tiefe wie die Kapelle selbst, weil die Kapelle Richtig. Ist der, das Herz dieser Burg und der, Besser nicht. Der absolute Sinn für dieses Gebäude und ja. direkt über dem Portal, dem Loch. Ich würde wirklich sagen, wir brechen jetzt hier erstmal ab und setzen dann deinen Plan in die Tat um. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt, was die neuen Geräte alles so bringen. Ja. Alter, das könnte nicht passender sein. Er redet die ganze Zeit weiter, währenddessen wir ganz normal ein Gespräch führen. Ja. Und es passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Ja. Okay. Also es sind mit die krassesten, das krasseste Ergebnis bei einer PU, was ich bis jetzt hatte. Ja. Zumindest werden wir uns jetzt von Taco verabschieden. Hast du nämlich jetzt mittlerweile auch schon. Wie viel Uhr? 2:03 Uhr. Perfekt, um die letzten Züge und Experimente der PU zu machen, aber... Perfekt, um ein bisschen Schlaf nachzuholen. Genau. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg und Grusel. Leute, ihr habt's gehört. Taco pennt in dem Gästeraum, nenne ich es einfach mal. Und ich habe tatsächlich schon meine Sachen da hinten reingebracht. Zum Verständnis, da ist dieses Zimmer mit dem Teufel, in dem ich heute Nacht pennen werde. Ja, genau, so sieht es nämlich aus. Ich muss zugeben, ich sag's wirklich ganz ehrlich. Eigentlich war der Plan, dass ich da bei dem Teufelraum schlafe. Ich traue mich nicht nach dem, was wir da gemacht haben und nach den Antworten, die wir bekommen haben. Ich traue mich einfach nicht und deswegen macht es Dave. Ich weiß, ich würde da kein Auge zu kriegen. Dich interessiert es gefühlt gar nicht. Na doch schon, aber ich will den Scheiß. Okay. Ich hoffe, es passiert irgendwas Ekliges. Boah, ich bin so gespannt, was du erzählst. Ne? Wildkamera ist ja auch aufgestellt. Ja. Und Alex und ich werden dann später in der Kapelle schlafen. Also quasi in den zwei Hotspots dieses Ortes. Und im Rest des Gebäudes haben wir ja noch Wildkameras aufgestellt. Aber jetzt, Leute, lasst uns zur Kapelle und unsere neuen Geräte ausprobieren. Man erzählt sich, wenn man sich hier auf den Boden legt und einfach mal mit dem Ohr an den Boden lauscht, dass man dann wie Schreie aus der Hölle hören soll. Ich probiere es ganz einfach mal aus. Kann mal jemand die Kamera einmal kurz nehmen? Wir müssen noch mal richtig leise jetzt dafür sein. Aber... Was war das? Hat an der Tür geklopft. An der Tür geklopft? Vorsicht, da ist ein Ball. Katzenball. Hä? Das ist echt an der Tür geklopft. Ich glaube, das war das. Hat man es gehört? Ja, ich denke auf jeden Fall auf der Kamera. Ich denke doch. Habt ihr beide Handy im Flugmodus? Ich habe mein Handy im Flugmodus. Leute, das EMF schlägt die ganze Zeit aus. Das kann doch nicht sein, ey. Flugmodus ist eingeschaltet. Bei mir genauso. Ja, bei mir auch. Bei mir ist auch Flugmodus eingeschaltet, damit man es mal sieht. Vielleicht kennt es einige von euch schon von anderen Geisterjäger-Teams, aber dieses Gerät hat zwei Seiten. Einmal die linke Seite und die rechte Seite. Und man kann halt beide Seiten so definieren, wie man möchte. Zum Beispiel mit Ja oder Nein, aber auch mit Gut und Böse oder anderen Dingen. Und es funktioniert eben über Bewegungssensoren, dass sobald hier etwas in die Nähe kommt, dieses Gerät halt ausschlägt.
Und ich zeige euch das jetzt einmal, wenn ich von links komme. Ne? Dann geht die grüne Lampe komplett ab. Und wenn ich von rechts komme, die rote. Und so kann man eben Ja-Nein-Fragen stellen. Ne? Übel geil, das Ding, ey. Ja. Leon hat keine Kosten und Mühen gescheut für neues Equipment, ey. Also wenn das kein Like, Abo, Kommentarrad ist. Ich sag euch, so wie es ist, ich habe vor dem Burg Uska-Ding hier eine 1.000-Euro-Bestellung aufgegeben. Einfach, ja, ja, weil ich solche Sachen haben wollte, ne? Na gut, okay. Also, ich heiße Leon. Hallo, ich bin David. Ich bin Alexander. Und wir hatten vorhin vielleicht schon gesprochen, ich weiß es nicht. Womöglich. Wir sind hier im Schloss Uska und wir würden sehr, sehr gerne einen Kontakt haben. Wir haben hier verschiedenste Geräte. Du kannst dir die Energie von all diesen Geräten nehmen, aber auch von zum Beispiel den Kerzen. Und ja, das Gerät, was jetzt gerade vorne steht, wenn du dich auf die linke Seite davon stellst oder diesem Gerät dich von der linken Seite näherst, dann würde das Ja bedeuten. Und wenn du dich von der rechten Seite näherst oder das Gerät berührst, würde das Nein bedeuten. Deswegen frage ich einfach mal ganz generell, sind wir hier alleine? Kannst du uns ein Zeichen geben, dass du hier bei uns bist, dass irgendetwas bei uns ist? Wir würden jegliche Präsenzen, die irgendwie hier in oder unter Schloss Uska sind, bitten, zu uns zu kommen. Die Lampe ist gerade ausgegangen, oder? Wieder. Schon wieder. Ja. Und wie gesagt, vorhin hat das EMF vernünftig ausgeschlagen. Also es müsste eigentlich wirklich was da sein. Würde ich jetzt sagen. Weil EMF-Ausschlag, vor allen Dingen so ein krasser EMF-Ausschlag, ist halt schon ein Zeichen, oder? Schon, ja. Ich hatte es tatsächlich nicht auf Kamera. Keiner hatte es auf Kamera. Alter. Für ja. Das heißt ja. Genau in dem Moment, wo wir drüber gesprochen haben. Wir hatten nämlich, bevor die Kamera lief, einen übelst kranken EMF-Ausschlag, als wir gerade alles hingestellt haben. Es ist immer dasselbe, immer wenn die Kameras aus sind. Okay, das heißt, dass du da bist. Dann verstehen wir das als Zeichen deinerseits, dass du bereit bist, mit uns zu kommunizieren. Wir freuen uns natürlich darüber und bedanken uns an der Stelle auch schon mal ganz herzlich bei dir. Wenn das okay ist, stellen wir einfach weitere Fragen, wenn wir jetzt gerade in der Kommunikation stehen. Bist du schon lange an diesem Ort? Ist der Zeitraum, in dem du dich an diesem Ort befunden hast, schon lang? Kannst du uns gerade sehen, hier, wie wir in der Kapelle stehen? Wir drei stehen jetzt gerade vor dem Altar innerhalb der Kapelle. Kannst du das erkennen? Kannst du das sehen? Nimmst du uns wahr? Ja, ja. Ausschlag. Aber einen ordentlichen. Okay, auch das verstehen wir als Antwort. Das heißt, du kannst uns sehen und probierst dich gerade scheinbar durch unsere Geräte. Such dir wirklich einfach das Gerät aus, was dir am meisten zusagt, mit welchem du ja am besten klarkommst. Nichts davon wird dich verletzen, von nichts davon musst du dich fürchten. Es dient uns lediglich einfach nur zur leichteren Kommunikation mit dir, um dich zu erkennen. Also, vielleicht einfach nochmal ein Zeichen über eines der Geräte, dass du hier bist und mit uns sprechen möchtest. Also mein Akku entlädt sich rapide schnell. Ich habe, als wir angefangen haben, war ich glaube ich auf 15-20%. Jetzt bin ich mittlerweile auf 1%. Akku von der Kamera. Richtig schnell. Du hast jetzt uns schon angeboten, unsere Geräte zur Energie zu verwenden, ne? Dass man sich daran bedienen darf. Alles gut, ich habe einen Ersatzakku mit. Also, falls dir das hilft, mit uns zu sprechen, kannst du, wie gesagt, gerne unsere technischen Geräte nutzen. Vielleicht können wir auch einfach mal ein super lautes Geräusch machen, weil jetzt mal rein davon ausgegangen,
das Unterholz wirklich dieses Tor zur Hölle ist, das Loch, dieser Felsspalt, dann müsste man ja, wenn man richtig laut hier auf den Boden stampft, das hören, ne? Also, vielleicht kannst du das ja wiederholen. Oder ein anderes ähnliches Geräusch machen. Ich werde jetzt dreimal richtig laut auf den Boden stampfen und ich bitte dich, in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Wir sind danach einen kurzen Moment still. Okay. Wieder dieses Geräusch gehört, wie so ein Schrei oder was? Nee, nicht den Schrei, sondern dieses, was wir einmal für den Wind gehalten haben, was aber viel zu abrupt geendet hat. Das war unseltsam, aber kann halt auch wirklich der Wind sein. Okay, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen. Wir werden jetzt ein Gerät hinzuziehen, welches wirklich ein Luxus-Geisterjäger-Gerät ist, kann man fast sagen. Es ist nämlich die digitale Form eines Ouija-Bretts, also es ermöglicht die direkte Kommunikation von Worten und ganzen Sätzen über drei verschiedene Sensoren, nämlich einmal Temperatur, EMF, also elektromagnetische Felder und Berührungen. Und darüber haben wir die Möglichkeit, ja, ganz exakt, haargenau, mit möglichen Präsenzen zu kommunizieren. Das funktioniert so, es hat verschiedene Modis. Zum Beispiel das Alphabet, wie man hier sehen kann. Und ihr seht jetzt schon, jetzt tastet er das Alphabet ab. Ja, ich kann hier die Geschwindigkeit einstellen. Ich werde jetzt einfach mal auf ganz langsam einstellen oder recht langsam, sage ich mal. Und werde die alle drei Sensoren einschalten. Das heißt, ich werde den Sensor für elektromagnetische Felder einschalten, den Temperatursensor und den Berührungssensor. Jetzt wird er wahrscheinlich direkt anspringen, weil ich ja gerade, genau, es berühre. Es ist jetzt tatsächlich auch ganz genau Geisterstunde gerade, 3:02 Uhr. Was haltet ihr davon, wenn wir mal genau wie beim Ouija uns einfach nur an die Hände nehmen und sagen, Geister, wir beschwören uns dreimal. Einfach so, wie man es beim Ouija-Brett auch vielleicht machen würde, so, ne? Geister, wir beschwören euch. Geister, wir beschwören euch. Geister, wir beschwören euch. Was wir allerdings halt wirklich noch nicht gemacht haben, was man sonst auch am Anfang hätte machen können, ist, dass man wirklich mal mit irgendwie einer Gerätschaft durch das ganze Gebäude geht und nach einem Raum sucht, in dem das Gerät einfach auf sich aufmerksam macht, ne? Dass man so von wegen, man guckt, wo ist die meiste Energie oder das meiste Potenzial für den Kontakt. So, lass uns doch Folgendes machen. Wir gehen jetzt mit der Nachtsichtkamera und der Vollspektrumkamera durchs Gebäude, gleichzeitig aber noch ein K2-Meter in der Hand und schauen mal, ob wir da vielleicht in irgendeinem der Räume bessere Antworten oder so bekommen. Und wisst ihr, was ich gern machen würde? Bevor ich unten in dem Teufelszimmer schlafe, würde ich da die zwei Sachen gern ausprobieren. Ja. Wenn ihr Bock habt. Ja? Ja. Auch wenn wir alle drei schon müde sind. Haben wir ja gesagt, wir nehmen alles mit, was wir... Genau. Wir sind jetzt equipped nur mit Nachtsicht-Equipment. Alex wird die Nachtsichtkamera übernehmen. Der gute Dave hat die Infrarotkamera. Und ich werde mich nur mit Blitzlicht fortbewegen, mit der Vollspektrumkamera. Wir lassen tatsächlich hier in der Kapelle das digitale Ouija-Brett, sag ich jetzt einfach mal, lassen wir einfach mal laufen und gucken mal, ob irgendwas bei rausgekommen ist, wenn wir wiederkommen. Who knows? Auf jeden Fall hat es gerade nicht funktioniert, aber man kann natürlich ja nichts heraufbeschwören. Es ist halt so, wie es ist. Aber jetzt werden wir einfach mal durchs komplette Schloss laufen in wirklich kompletter Finsternis. Und wir fangen an, hier in der Kapelle. Ich werde auf jeden Fall mal ein, zwei Blitzlichtaufnahmen machen und ihr könnt euch natürlich dann auch dementsprechend hier mit euren Nachtsicht-Sachen umschauen. Ich bin super gespannt.
Hier ist irgendwas ganz Komisches gerade auf dem Bild aufgetaucht. Das hatte ich vorher noch nie. Das ist wie so eine Bildstörung oder so. Und zwar, guck mal. Unten rechts. Warte. Seht ihr das? Ja. Mit viel Interpretation könnte man jetzt sagen, sieht aus wie so ein Teufelskopf oder so. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera. Geh mal langsamer sicher raus, würde ich sagen. Ne? Mhm. Du hast gehört? War das Taco? Klar. Das waren irgendwelche Kinder. Das klang doch wie Kinderstimme. Absolut. Zeig dich bitte auf einer unserer Geräte. Du kannst auch sehr gerne ausschauen, wie irgendwelche sich hier im Was ist das? Der Ecke. Was? Das ist so sichtbar, wenn du nie siehst, was vorher ist. Der Ecke. Ich hab Gott mit Finger drauf. Schön, der Ecke. Was ist denn das? Warte mal, das ist nur ein Stuhl. Genau auch da, wo dieser Raum ist, ne? Welcher Raum? Ja, der Raum, der nach unten führt, oder nicht? Wo ich dann schlafen will. Ja, wo du schlafen willst. Na, du meinst jetzt diesen dunklen Fleck hier, ne? Genau, hier. Der ist ja irgendwie hier, ne? Ja. Als wenn jemand da auf dem Stuhl sitzt. Da ist ein Stuhl? Ja. Lass mal näher ran. Aber Vorsicht, gehen wir mit hin, ja? Ja, wir müssen ein bisschen weiter nach links gehen. Einfach nur zur Sicherheit, wegen des Lochs. Also Leute, wir sehen wirklich nichts. Nur in den Momenten. Was? Ey, ich hab Angst, Alter. Bleib mal bei mir. Ich kann nicht weiter als 2 Meter von euch weg, ne? Nee. Weil das so unheimlich ist. Leute, ihr werdet es vielleicht aus den Katakomben-Videos noch erinnern, aber wir können nichts sehen. Es ist absolute Dunkelheit. Boah, ich traue mich gar nicht näher zu dem Raum. Nee. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl irgendwie. Ja. Was ist denn das? Komm mal her. Aber nur die Ecke. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sollen wir mal den Raum runter? Ja, los, lass runter. Hey, guck mal, das sieht aus, als wenn hier einer an der Wand sitzt. Ja? Das sieht aber aus, als wenn jemand mit dem Rücken zu uns an der Wand kniet. So betend, wisst ihr? Alter, hör auf, ey. Hey, ich will da noch pennen, seid ihr wahnsinnig? Du hast gut lachen, ey. Scheiße. Leute. Warte, lass mal einmal was ausprobieren. Wir klopfen jetzt vorher an. Ja. Dürfen wir reinkommen? Was? Warum bewegst du dich so, Mann? Warst du an meinem Bein? Warst du an meinem Bein? Was? Warst du an meinem Bein? Nee. Hey, ohne Scheiß. Ohne Mist. Als hätte mich jemand so an meiner Hose gezupft. Ey, hör auf, ich bin noch da unten schlafen. Linkes Hosenbein. Aus der Richtung, wo du eben den Schatten gesehen hast. Ich kann das nicht, ohne Scheiß, ich brech die Scheiße gleich ab. Ich sag euch ehrlich, mein Herz pocht richtig krass gerade. Los, wir gehen jetzt dort runter. Wir müssen. Ich geh nicht vor, sorry. Ich geh vor. Ich geh mit der Nachtsicht, sonst fliegen wir da gleich alle die Treppe runter. Und dann hat der Teufel das, was er wollte.
Okay, Leute, ich mache jetzt die Tür auf, ne? Haben wir das Licht angelassen? Ich dachte, wir hätten das Licht ausgemacht. Oder nicht? Nee, habe ich vorhin, glaube ich, nicht aus. Das war vorhin, glaube ich, an. Okay, dann machen wir es wieder aus, komm. Ja? Machst du die Tür zu oder lässt du sie auf? Dein Schlauch? Ja. Zu? Nein. Was sollst du die auflassen? Warte. Also was wir hier machen, ist wirklich Lebensmühle. Ja, so. Ein falscher Schritt. Und wir brechen uns hier das Genick im Raum des Teufels. Ganz vorsichtig, Dave, okay? Ich leuchte euch und sag euch, wie das mit den Stufen aussieht. Okay, genau. So. Und jetzt die nächste ist ein bisschen schmaler, pass auf. Ja. Und jetzt kommt der Stein. Oh, fuck, guck dir mal das Loch an, ey. Wenn man das so fotografiert. Wie das aussieht, ne? Nachtsichtkamera. Das sieht echt aus wie der Abstieg zur Hölle, ne? Guck mal, die Kamera spielt voll verrückt. Hä? Okay, die Infrarotlampe geht gar nicht mehr gefühlt. Da unten ist was ganz Heiliges. Da, wo der Teufel sitzt? Nee. Davor. Am Ende von der Treppe. Rechts, ne? Ja. Komm, wir gehen mal. Ja. Oh, fuck, Alter. Hey, geht's auch bei dir? Ah, hier, wie geht's jetzt laufen? Hey. Bist du noch hier bei uns? Kannst du uns einen Ausschlag über das Quad 2 Meter geben? Oder dich zeigen auf den Fotos, die ich schieße oder auf einer der Kameras? Ey, es sieht aus wie in einem Horrorspiel gerade. Traust du dich nicht? Was dort hinten so hell leuchtet, Leute, ist ebenfalls Infrarot. Hast du das? Das war eben da. Da löst die Wildkamera aus. Okay, gehen wir dann nach oben, ne? Ich muss mich noch vergewissern, dass der betende Typ hier nicht unten ist. Ich will hier noch pendeln. Ne? Betender Boy, bist du hier irgendwo? Das geht permanent auf knallrot. Ja. Und dann ab durch die Burg, ey. Ja. Man tastet sich eigentlich die ganze Zeit so vor, ne? Weil also es kommt echt nicht rüber wahrscheinlich auf der Kamera, weil ihr alles seht. Ja. Wir sehen gar nichts, aber es ist stockduster. Es ist auffällig, dass super oft unscharf wird, also ganz, ganz oft. Ben in Hunters Room. Ja. Oh, ich habe Aufschlag. Das ist ein Katze mit Aufschlag. Jo. Genau, als wäre hier um die Ecke kommen. Als wäre hier irgendwas. Bist du hier bei uns? Kannst du mal mit einem Geräusch auf dich aufmerksam machen? Das ist ein Knochen, oder? Nein, gebohrter Boden. Ja, das war weiter hoch. Ja? Aber auch. Komm.
schlägt voll auf. Ja, aus. Es schlägt aus, sobald wir hier hochkommen. Aus. Wir kommen hier hoch und es schlägt komplett aus. Ja, die Präsenzen suchen sich aus, wo sie den Kontakt wollen, nicht wir. Ja, komm, das Licht schalten wir das direkt mal aus, oder? Ja. Alter, das ist komisch hier gerade. Ja, sollen wir mal ein bisschen die Präsenz triggern? Können wir machen, ja. Weil hier steht ein Klavier, wenn du Lust hast. Es schlägt aus, Gerade 2 Meter schlägt aus, ja. Einfach auf dem Klavier. Wir werden jetzt für dich, oder Alex wird für dich, etwas spielen. Und wir hoffen, dass du dadurch zu uns kommst. Ja, vielleicht kannst du an der Stelle ja ein Geräusch zurückbringen. Ein Klopfen, ein Poltern, einen Gegenstand verschieben. Irgendetwas, ein Knacken oder vielleicht sogar eine Stimme. Wir haben hier heute Nacht eventuell schon mehrfach Stimmen vernommen, die teilweise sogar gesungen haben. Wenn dir Musik also gefällt, vielleicht singst du oder summst du ja auch eine Melodie für uns. Ich habe da heute hier vorne an der Tür was gesehen. Gesehen? Wie in Hell noch auf Neck, der war da, war wieder weg und dann ist er hier runter zu Leon gegangen. In deine Richtung, aber währenddessen verschwunden. Jetzt ist er wieder da im Türraum. Dann bewegt sich also was? Ja. Der Fleck hier? Ja, der hat sich gerade bewegt. An dieser Stelle muss ich mich leider bei euch und auch bei meinen 3 Kollegen hier entschuldigen. Denn was ich in dem Moment nicht bemerkte, war, dass beim Betreten dieses Zimmers mit dem Klavier die Aufnahme der Wärmebildkamera stoppte. Was Xander und ich in diesem Moment auf der Wärmebildkamera sahen, war eine schemenhafte Gestalt in der Größe eines Kindes, direkt im Türraum vor Leon. Der ist die ganze Zeit da und weg und bewegt sich teilweise hier rüber. Komm gerne zu mir, berühre mich gerne. Du brauchst keine Angst zu haben, das verspreche ich dir. Komm gerne her, berühre mich, dass ich dich spüren kann. Wir sind jetzt schon über mehrere Stunden in diesem Schloss und ich glaube, mittlerweile solltest du gemerkt haben, dass wir keine bösen Absichten haben. Ich werde jetzt einfach meine Hand mal ausstrecken, um dir zu symbolisieren, dass du mich berühren kannst. Wer weiß, vielleicht ist eine Sprachbarriere oder sonstiges, aber das Zeichen sollte eindeutig sein. Berühre mich gerne an meinen Fingern, an meiner Hand. Dann komme ich einfach mal langsam auf dich zu. Berühre mich gerne. Ich werde jetzt einfach mal die Augen schließen und weggucken. Tu mal die Hand ein Stück weiter runter. Ich würde es mir so sehr wünschen, Nama. Jetzt ist es weg. Das haben wir uns auch gesehen. Das war gut. So groß. Und stand hier an der Ecke. Und das sah jetzt im Endeffekt. Sah das leicht so aus, als würde das die Ecke gucken, wieder weg. Wieder gucken, wieder weg. Ganz komisch. So gucken, was wir hier machen oder so, ne? Anschließend kehrten wir noch einmal zurück in den Teufelskeller, um sicher zu gehen, dass ich meine Nacht da unten sicher verbringen kann. Hallo, wir sind wieder da. Hast du noch Lust, mit uns zu sprechen? Wir machen heute Nacht eine Pyjama-Party zusammen. Nein. Es kam jetzt aber auch ganz schön schnell. Ja. Also falls ich dir das noch erklären soll, diese Seite ist für Nein
Und diese vier ja. Damit kannst du uns antworten. Bist du damit einverstanden, dass ich die Nacht heute hier bei dir verbringe? Bist du überhaupt noch da? Sollen wir gehen? Das war das Gerät, oder? Nee. Wo kommt denn, oh. Kommt denn die her, ey? So gern. Halt, als hättest so hinter dem Spiegel getippt. Ja, ja, ja. Als wärt ihr da immer so gegen und hat dann ihren Weg rausgefunden, aber steht der Spiegel vielleicht voll im Loch? Steht im Bereich hier halt generell nicht. Was war denn das früher mal? Ich kann mir das irgendwie nicht. Das sieht halt aus echt wie so ein Tunnel, der einfach früher vielleicht Richtung Loch führte oder so. Vielleicht war es halt auch ein Felsspalt und die haben halt oben so ein Loch darum, also wie so eine Art Brunnen oder so gebildet. Ich weiß halt, ich habe dieses Bild bei Google, dieses ganz bekannte, wie dieses Seil da auch runterhängt und so fake ist oder echt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es fake ist. Ja. Weil wenn die Geschichten stimmen, dann dürfte es davon theoretisch ja gar keine Bilder geben. Nee. Ach, ich glaube, das war es für heute, oder? Ja. Ja. Der Rest wird sich während des Overnights ausstellen. Leute, also irgendwie ganz komisch. Gerade hat meine Kamera nicht aufgenommen. Also Versuch Nummer 2. Wie ihr es mitbekommen habt, schlafe ich hier unten in dem Teufelskeller. Ja, mal wieder ein Solo-Overnight, der mich ein bisschen fördert. Vor allem, weil halt wirklich dieser Raum der ist, an dem wir am meisten paranormale Aktivität hatten und am meisten Antworten bekommen haben, die nicht gerade positiv waren. Ja, ich werde hier trotzdem, weil es wirklich schön spät ist, jetzt mein Nachtlager aufschlagen. Na, Leon, der Witzbold hat mir hier seine Vollspektrumkamera und eine Infrarotlampe mitgegeben und meinte, ja, wenn was passiert oder so, dann mach nicht das Licht an, mach die Vollspektrumkamera an. Mal gucken, ey. Ich denke, ich werde so tief und fest schlafen. Leute, wir haben es jetzt schon gleich 16:30. Der Wecker klingelt um 9 und ich werde jetzt mein Nachtlager aufbauen und dann geht's auch echt ins Bett. So sieht das Ganze aus, Leute. Mein Lager für heute Nacht. Das ist mein Ausblick von meinem Schlafplatz. Und ich würde sagen, wenn zwischendrin irgendwas passiert, melde ich mich nochmal. Ansonsten bis morgen früh, Leute. Wünscht mir eine ruhige, erholsame Nacht. Ich habe, glaube ich, nur... Ja, wir haben es jetzt... Wir haben es jetzt 16:45. Der Wecker klingelt um 9. Ich hoffe, ich kann ruhig und gelassen schlafen. Bis morgen früh. Gute Nacht. Echt sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich hier unten so gut geschlafen habe. Also ich habe wirklich sehr, sehr gut geschlafen, obwohl ich direkt hier unterhalb von diesem Teufelsthron lieg, immer noch. Und ich hätte mir irgendwo gewünscht, dass irgendwas passiert oder so.
zumindest so ein Geräusch oder so. Aber ich habe echt geschlafen wie ein Stein, Leute. Ich weiß nicht, ob das irgendwie beunruhigend ist. Boah. Die mittlerweile absolut stinkigen Schuhe wieder anziehen. Dann würde ich mal sagen, war es das auch mit dem Highlight hier. Mit dem Special Burg Huska. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.